Er hat sich als Fan des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump geoutet, der französische Schriftsteller Michel Houellebecq. Trump sei einer der besten amerikanischen Präsidenten, die er jemals gesehen habe. Das schrieb Houellebecq in einem Beitrag für das New Yorker Harper's Magazine. Der Schriftsteller lobt darin Trump für dessen protektionistische Handelspolitik, dessen Verachtung für die EU und den harten Umgang mit Staatschefs wie Wladimir Putin und Kim Jong-un. Zu Beginn bezeichnet Houellebecq in dem Artikel den Republikaner zwar als schrecklichen Clown, doch dann überschüttet er ihn mit Lob. Es scheint, dass es Präsident Trump sogar gelungen ist, den nordkoreanischen Irren zu bändigen. Ich fand diese Heldentat in einem positiven Sinn edel, so der Franzose. Auch ein mögliches Ende der NATO hält Houellebecq für einen neuen Grund, ein Loblied auf Trump zu singen. Terrific people.